Wir sind Bedienstete. Wenn ich also sehe, das ist eine Notiz zu der Quest, dann lese ich sie natürlich vor. Das ist wahrlich ermüdend. Nur die normalen Bücher lese ich nicht vor. Die Ballade der Flotte aller Flaggen. Kommt mir eigentlich so vor, als hätten wir das schon mal gelesen. Und das Librarian Add-on funktioniert auch. Unten im Chat steht Book Added to Librarian. Wie es aussieht, scheint hier irgendwas mit der Steuerung gerade nicht zu stimmen. Ich hatte das immer auf B. Ich muss mal gerade gucken. Boah, so viele. Gamepad, Benutzeroberfläche, Master Merchant, jetzt hier Display Leads. Moment, Terminal Trade Central, bla bla bla. Mir ist die Sehne gerissen. Das hier Pech auch. Wahrscheinlich im Moment nicht. Doch, da ist es. Unbelegt. Tatsache. Warum ist das unbelegt? War mal belegt. So. Ah, jetzt funktioniert es wieder. Da ist es. Sehr schön. Gab es bestimmt wieder ein Add-on. Die Schrift sieht nämlich anders aus. Ein Update. Ja, funktioniert. Okay. Da seht ihr auch, wann ich das letzte Mal Bücher gelesen habe. Am 30.07. Nee, kann nicht sein. Ja, gab wirklich ein Update. Am 30.07. wurde hier alles resettet. Na super. Aber immerhin 3.633 Bücher. Das ist doch schon mal etwas. Kann euch das Add-on nur empfehlen. Das könnt ihr markieren, was ihr gelesen habt, was ihr nicht gelesen habt. Das Blöde ist, bei mir hat er gerade alles wieder resettet. Also sieht so aus, als hätte ich nichts gelesen. Ich habe aber schon einiges gelesen. Naja, dumm gelaufen. Das ist das Problem bei Add-ons. Die sind natürlich nicht so wirklich supported vom Profi. Ne? Das sind ja meistens so selbst erstellte Dinge. Da kann immer mal was schief gehen. Aber Hauptsache, man hat die Bücher und kann sagen, ich möchte das längste Buch jetzt lesen und das hat 1346. Ja, das habe ich doch schon gelesen. Ja. Ist natürlich ein langes Wort, wo immer das gleiche steht. Langes Buch. Aber hier, Erinnerungsstein von Makalaike. Ne, hier, da kann man dann, ne? Sind ein paar Seiten. Also, ne, ist klar. Ja, ihr versteht schon, ich mag gerne Bücher. Hier sind viele Schatztruhen, ne? Also. Aber vom Damage her tut sich wohl was mit dem Patch. Bis jetzt merke ich nämlich keine großen Probleme mit Damage. Was ist das hier? Lekrug Friata aus Argetia. Kann man das verkaufen? Ja, komm. Das ist blau. Hier sind so viele schöne Schränke. Da muss man eigentlich in jede Kommode mal reingucken, oder? Ach komm, jetzt gehen wir weiter. Jetzt ist aber meine Minimap irgendwie nicht mehr im Laufen. Kann das sein? Irgendwas ist immer. Ja, meine Minimap steht oben nicht mehr in der Ecke. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich darf nicht zu viel rumprobieren. Deaktiviere veränderte API. Kompass verstecken. Ich weiß es nicht, wo sie ist. Eigentlich müsste sie da sein. Ich habe eben F11 gedrückt, da scheint sie irgendwie verschwunden. Naja gut, DLCs, Erweiterungen machen manchmal auch Probleme. Oder wisst ihr, warum das jetzt passiert ist? Boah, so viele Bücherregale. Aber ihr seht, es sind nicht viele neue dabei, ne? Also die ich alle anklicke, da kommt nicht dieses Geräusch. Da war's, ne? Ritterorden der Systren, Band 2, der Eichenorden, kleinere und aufgelöste Orden. Ja, hier kann man was über die Ritter lesen. Das ist wirklich wieder ein neues Buch. Und wenn ich mir das jetzt mal angucke, ja, dann kann man jetzt hier oben auch Ritter eingeben. Und dann könnte man auch sehen, ob wir noch so ein Buch haben, die Ritterorden. Ne? Wir haben nur bis jetzt... Doch, Ritterorden der Systren Band 1 und Band 2 haben wir schon. Ja, funktioniert also ganz gut. So, und da höre ich doch die Neutralität meiner Zuschauer. Ich habe gefragt, Sommersprossen ja oder nein oder mir egal. Und
Die meisten Stimmen für mir egal. Genau, Sommersprossen sind egal. Einen schönen Menschen kann nichts entstellen, sozusagen. Und es kommt auf die innere Schönheit an. Auf geht's. Herzogin Elias Lesezimmer. Ja, mich kann alles entstellen. Die Kopfhörer, die Overlays vom... wenn ihr mein Aussehen verändert durch die Belohnungen. Boah, wie viele Bücherregale. Boah, wie interessant, oder? Ich sage, ich lese neue Bücher vor, die mit der Quest zu tun haben. Da, die Geschichten der Systren Teil 6. Krass. Wenn wir davon alle Teile haben, können wir auch mal einen Geschichtsabend der Systren machen, wie es aussieht. Geheimnisse von Amenos, das ist die andere Insel, die Nachbarinsel. Auch die wird hier den Amenos Posten erklärt, das Gefangenenlager. Boah, was für ein Buch. Auch nicht wenig. Muss man ja sagen, da haben sie ja schon wieder ganz schön viel Geschichte drin. 900 Wörter, Geheimnisse von Amenos. Ja, wir finden immer mal wieder neue Bücher. Stellt euch mal vor, das würde ich jetzt alles vorgelesen haben. Die ganzen Bücher, die wir jetzt neu gefunden haben, die nichts mit der Story zu tun haben. Also nicht mit der Quest jetzt gerade. Wir wären stundenlang beschäftigt gewesen. Jo, das kennen wir doch, ne? Hier in der Nähe sind wir. Da ist ein Hafen nach Amenos. Da ist eigentlich das öffentliche Verlies. Was bedeuten die drei X? Okay. Herzogin Elias Notizen. Könnten da die drei Anführer der Pakte versteckt sein? Okay. Herzogin Elias Ermittlungsnotizen. Und jetzt tue ich was. Das habt ihr hier bei mir noch nie gesehen. Ja, ich ziehe eine Brille an. Einfach, weil meine Augen schlechter werden. Ich bin über 45 und ich kann nicht mehr gut lesen. Schätzelein. Ja, ich brauche jetzt also eine Brille. Sieht total doof aus. Ja, aber was soll ich machen? Man sieht die gar nicht so schlecht. Man sieht die ja fast gar nicht. Wenn ich jetzt so mache, sieht man sie noch weniger. So kann ich meine Brille auch tarnen. Das ist ja cool, oder so vielleicht? Da sieht man ja gar nicht so richtig, dass ich eine Brille anhab. Das gefällt mir aber gut. letzter Monat. Kurios. Die Systrenwache melden, dass das Banditentum auf Hochinsel offenbar rückläufig ist. Sie glauben, dass ein neuer Banditenhäuptling Anhänger aus den Gesetzlosen der Insel rekrutiert. Ich wies Verwalter Herikan an, der Sache nachzugehen. Vor 2 Wochen. Die Banditen auf der Hochinsel sind wieder aktiver. Und das auf einem völlig inakzeptablen Niveau. Die Gesetzlosen sind jetzt besser organisiert und schwerer bewaffnet als je zuvor. Herikan meldet, dass die Bauern einander Geschichten über Ritter des Volkes erzählen, die sich Orden der Emporstrebenden nennen. Rebellen und Gesetzesübertreter allesamt. Wenn diese Briganten des Ordens der Emporstrebenden die Gewinne des Hauses Dufour gefährden, muss ich einschreiten. Verwalter Herikan hat die Berichte unserer Informationen zu einer Karte der Aktivitäten des Ordens der Emporstreben zusammengefasst. Er hat vor, jeden Einzelnen persönlich nachzugehen. Vor 2 Tagen. Diese Ritter vom Orden der Emporstrebenden sind ehrgeiziger, als ich dachte. Jemand hat einen großen Sturm an der Nordostküste von Hochinsel beschworen. Dadurch kenterten die Schiffe, auf denen Großkönig Emmerich, Königin Ayrin und der Sohn des Kaldenkönigs Jorun zur Friedenskonferenz von Fürst Bakaro reisten. Die mächtigsten Monarchen von Tamriel sind möglicherweise vor unserer Küste ertrunken. Deshalb wollte ich, dass Herikan-Spione diese Gruppe im Auge behalten. Eine Überraschung dieser Größenordnung ist vollkommen inakzeptabel. Wenn wir von dieser Gefahr gewusst hätten, hätten wir etwas unternehmen können. Oder zumindest hätten wir uns so positionieren können, dass wir Nutzen aus den Entwicklungen ziehen. Ups. Ein Angriff. Was geht jetzt hier ab? Das ist ja mal krass. Heftig, deftig. Da müssen wir mal gucken, was da los ist. Hat er das gehört? Also wie es aussieht, ist die Herzogin es nicht schuld. Sie ist doch eine gute. Ich habe ja echt gedacht, das wäre die
Anführerin der Pyrostrebenden, aber ist sie wohl nicht. Was ist denn da los? Wer greift denn da an? Jetzt geht's aber rund. Geht hier ab. Der scheint die Naturgewalten hier loslassen zu können. Das ist wohl wirklich ein Magus. Also diese Gewitterwolken bin ich. Ja, also die kleinen kann ich durch Ilambris das schöne Schloss wird angegriffen, heftig. Oh Gott, hier sind alle tot. Die haben eben noch mit mir geredet. Was geht jetzt ab? Na, das ist aber gut gemacht hier. Das war eine Warnung. Niemand kann sich vor uns verstecken. Tretet beiseite und ihr werdet einen Platz im neuen Regime finden. Tretet uns entgegen. Und ihr werdet in die Knie gezwungen. Interessant. Das war ja mal sehr interessant. Ich bin wohl auf. Zum Glück war Fürstin Arabelle in der Nähe, um mich vor diesen Terroristen zu beschützen. Und die anderen Gäste haben es geschafft, sich sicher ins Kastell zurückzuziehen. Ah, dann geht's ja. Ich würde vorschlagen, ihr sprecht mit Fürstin Arabelle darüber, wie wir auf diese Schandtat reagieren. Das ist eine gute Idee. Ich schätze, ich war nicht der Einzige, der diese Feier sprengen wollte. Das war der emporstrebende Magus selbst. Er hat den Hochgestellten und Mächtigen des Archipels mitgeteilt, dass sie ihm nicht in die Quere kommen sollten. Und daran halten sie sich wohl auch. Aber wir machen das doch nicht, oder? Auf keinen Fall. Wir kommen dem in die Quere. Oh gut, ihr seid wohlauf. Es scheint, dass unsere Gegenspieler entschieden haben, allen Anwesenden etwas mitzuteilen. Unterwerft euch oder sterbt. Ein Klassiker. Habt ihr etwas Nützliches aufgedeckt, bevor der emporstrebende Magus auftauchte? Herzogin Elea ist dem Orden der Emporstrebenden nachgegangen. Ich habe ihre Notizen. Ich verstehe. Herzogin Elias Ermittlung ist anscheinend nicht sehr weit gekommen. Vielleicht können wir die Spuren besser nutzen, die sie aufgetan hat. Doch wir haben keine Zeit zu verlieren. Der emporstrebende Magus hat wahre Macht gezeigt. Was meint ihr? Ist euch aufgefallen, wie der Boden bebte, als er seinen Sturm entfesselte? Jo. Das ist keine Magie, der ich schon begegnet wäre. Irgendwie ruft seine Sturmmagie Erdbeben hervor. Wenigstens hat er die Allianzanführer noch nicht gefunden. Uns bleibt immer noch Zeit. Woher wisst ihr, dass sie die Allianzanführer noch nicht haben? Weil der emporstrebende Magus seine Macht zur Schau gestellt hat, um uns Angst zu machen. Warum sollte ihm das wichtig sein, wenn er schon hätte, was er wollte und somit unaufhaltsam wäre? Nein, die Königlichen sind ihm noch entgangen. Irgendwie. Aber seine Magie. Ich frage mich... Ja, ich mich auch. Der hat bestimmt auch was mit dem Vulkan zu tun. Ihr fragt euch was. Neben den anderen Problemen, die Hochinsel umtreiben, haben Lavaschlote begonnen, sich an zufälligen Orten zu öffnen. Könnte der Magus mit all dem Beben und den Stürmen den Vulkan geweckt haben? Kehren wir zu meinem Herrenhaus zurück, damit wir das hier eingehender untersuchen können. Ja, gute Idee. Fürst Baccaro, eine Rückkehr ins Herrenhaus könnte gefährlich sein. Unsinn! Ich verstecke mich nicht vor diesen Kretans. Ich verdopple die Wachen. Doch aus meinem Zuhause vertreiben sie mich nicht. Nun gut. Ich melde mich später bei euch. Jakan, gehen wir. Und zieht ein Hemd an, mein Teurer. Ach, nee, nee, nee. Immer passiert hier irgendwas. Aber da hat er mal gezeigt, was er so kann, der Magus.
Sieht eigentlich wie der andere normale Gegner aus, aber er scheint doch irgendeine Magie zu nutzen, die ziemlich heftig ist. Ist er vielleicht ein Druide? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir sollen auf jeden Fall jetzt für die Hauptquest zurück zum Alraunen-Anwesen. Ja, das ist das hier in der Stadt. Ja, da sollen wir jetzt wieder hin. Aber wir sind natürlich jetzt hier einmal in der Ecke, wo wir noch ein bisschen was erkunden könnten. Ja, und zwar hier diese Quest. Sprech mit Isabel Veloe. Und dafür sollen wir ein Turnier spielen. Das Turnier des Herzens. Und ich würde sagen, bevor wir die Hauptstoryline weitermachen, schauen wir uns doch mal das Turnier an, oder? Das sieht doch so schön aus, das Ganze hier. Hier haben sie extra für uns so einen Turnierplatz aufgebaut. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Ritter aus Leidenschaft gesehen habt, aber da ist ja dieses We will rock you. Ne? Kennt ihr das? Ja, das kommt mir hier immer so vor, als wäre das jetzt hier auch wirklich gerade hier. Ja, ich habe natürlich extra schlecht gesungen. Ich kann schöner singen, aber mache ich im Stream nicht. Nein. Ihr seht aber, hier ist auf jeden Fall ein Turnier angesagt und wir könnten da vielleicht teilnehmen. Wollt ihr übrigens diese Quest machen oder sollen wir die Haupt... Ne, komm, wir machen jetzt erstmal die Nebenquests. Ich habe euch das ja schon mal erklärt. Erst die Nebenquests, dann die Hauptquests, weil dann werden wir am Ende die Leute kennenlernen. Mir fällt schon etwas ein. Tut es immer. So, Zuckerstück und Isabel treffen sich hier gerade. Ich wüsste nicht, was ich ohne Isabel tun sollte. Keine Ahnung. Arbeiten? Es tut mir leid, aber gerade passt es überhaupt nicht. Meine Freundin Aurelia hat ein kleines Problem. Ihre Mutter hat ihre Hand zur Ehe ausgerufen. Und ich muss sie irgendwie aus dieser Zwickmühle befreien. Ihr seht mir recht fähig aus. Möchtet ihr mir vielleicht zur Hand gehen? Und wer seid ihr? Oh, verzeiht. Mein Name ist Isabel Veloise. Ich bin Aspirantin im Saphir-Turnier, bei dem sich Knappen bewähren, die dem Ritterorden beitreten wollen. Aurelias Mutter ist Großkomtur und hat dem Sieger, unüberlegt die Hand ihrer Tochter versprochen. Aha. Wie wollt ihr eure Freundin von diesem Versprechen entbinden? Nun, für gewöhnlich nehmen Aspiranten nur an einer der Prüfungen teil. Wenn ich alle drei bestehe, wird mir der Großkomtur einen Gefallen meiner Wahl gewähren müssen. So befreie ich Aurelia vom Versprechen ihrer Mutter. Was meint ihr? Wollt ihr mein Sekundant sein? Ja, ich helfe euch. Die Acht haben mich wohl in ihr Herz geschlossen. Mein Sekundant hat gerade seine Dienste niedergelegt und ich dachte schon, ich müsse allein losziehen. Nun denn, hier auf der Insel gibt es drei Ritterorden. Entscheiden wir, welche Aufgabe wir uns zuerst stellen. Ihr habt die drei Orden erwähnt. Welche sind das? Welche Aufgaben stellen sie uns? Die Bewohner der Systrin sind stolz auf ihre Ritter, wie alle anderen Bewohner von Hochfels auch. Im Saphir-Turnier sind drei Orden vertreten. Der Eisenknoten, der Eichenorden und der Orden des Albatros. Kann man auch in den Büchern nachlesen, die wir eben gefunden haben. Was wisst ihr über den Orden des Eisenknotens? Sie sind Kampfkünstler und hervorragende Reiter. Man könnte sagen, der Eisenknoten ist der traditionellste der Saphirorden. Unsere Prüfung wird es sein, das Heft eines verschollenen Schwertes namens Rotherz zu finden. Dies war die Klinge des ersten Herzog Dufors. Und wo ging das Schwert verloren? Irgendwo in diesen Landen, bevor sie den Dufors gehörten. Angeblich war das Heft mit einem gewaltigen, grob geschliffenen Rubin versehen. Sollte kaum zu übersehen sein. Mein letzter Knappe, Bergeau, schlug vor, dass wir die Bibliothek des Kastells nach einem Hinweis darauf durchstöbern, wo wir mit der Suche beginnen sollten. Okay, können wir machen. Auf zur Bibliothek, aber wir können auch mal erst über die anderen Orden was hören. Was könnt ihr mir über den Orden des Albatros erzählen? Die Acht über uns stehen mir bei. Sie sind Künstler und Seeleute. Sänger, Barden und Piraten allesamt. Tapfere, verwegene Krieger, die einen zwingen, Gedichte aufzusagen. Grauenhaftes Zeug. Ist unsere Prüfung ein Gedicht? Zum Glück nicht.
Unsere Prüfung wird es sein, die vergoldete Laute von Sir Brenvale zurückzuholen. Der Sage nach zog er vor Jahren hinunter in die Krypten der Burg, um mit Lied und Schwert einen Geist zu besiegen. Er kehrte nie zurück. Hoffentlich haben wir mehr Erfolg. Okay. Ein Schwert finden, vergoldete Laute und der Eichenorden. Die Ritter des Eichenordens sind gemeinhin Kampfmagier, Anrufer oder Unterstützungszauberer. Ihre Macht rührt daher, dass Hochinsel traditionell stark mit druidischer Magie verbunden ist. Unsere Prüfung wird es sein, einen Ältesten zu überreden, uns einen Stab zu geben, das Symbol ihres Ordens. Sprechen wir mit dem Magier oder kämpfen wir gegen ihn? Ich befürchte, dass es nicht so einfach sein wird. Aber wer kann das schon sagen? Beim Korallenfluss im Osten steht ein Wegschrein. Dort treffen wir uns und dann brechen wir zum Ort der Prüfung auf. Okay. Als erstes besorgen wir mal den Stab für den Eichenorden. Ich bin keine Magierin, aber ich denke, hier könnte ich im Vorteil sein. Auf jeden Fall wird diese Aufgabe den Stoff für eine gute Geschichte liefern. Der Wegschrein beim Korallenfluss ist unser Startpunkt. Wir sehen uns dort. Können wir kurz darüber reden, was hier gerade vor sich geht? Natürlich. Drake, es tut mir leid. Ich war ein wenig zu harsch, nicht wahr? Ich bereite mich seit Monaten auf das Turnier vor. Und jetzt bin ich durch die Verkündung des Großkomtours verunsichert. Ich muss die Fassung wiedergewinnen. Was möchtet ihr denn wissen? Was bedeutet Dreik? Tut mir leid. Das Schimpfwort habe ich von meinem Vater. Es stammt aus der alten Druidensprache und wurde vom gemeinen Volk übernommen. Ich bin mehr oder weniger hier im Schloss groß geworden. Und es ist ein wenig sittlicher als die Schimpfwörter der Hafenarbeiter. Also verwende ich es. Ach so, okay. Verstanden. Warum wollt ihr Aurelia unbedingt helfen? Aurelia und ich sind gemeinsam aufgewachsen. Wir stehen uns seit Kindesbeinen nahe und... Nun ja, ich hasse den Gedanken, dass sie einen der anderen Aspiranten heiraten muss. Ganz besonders Morton. Meine Güte, was für ein öder Mann. Findet dieses Turnier jedes Jahr statt? Nein. Das Turnier wird nur alle paar Jahre ausgerufen. Je nachdem, wie es die Termine und die Aspiranten zulassen. Der Großkomtur möchte sichergehen, dass genug Teilnehmer für eine wirkliche Herausforderung vorhanden sind. Und die Orden auf Hochinsel sind auch nicht sonderlich groß, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Und wie läuft dieses Turnier ab? Ich weiß ja nicht genau, wie die Turniere von Tamsleuten ablaufen, aber hier spricht jeder Orden eine Herausforderung aus. Wenn sich ein Aspirant der Herausforderung eines Ordens stellt, erhöht das sein Ansehen. Und jeder Orden wählt am Ende nur ein oder zwei Aspiranten für die Ritterschaft aus. Daher ist der Sieg recht heiß umkämpft. Um welchem Orden gehört ihr an? Ich bin noch keine Ritterin. Deswegen nehme ich ja am Turnier teil. Ich war jahrelang Knappin, bevor ich Aspirantin wurde. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Ställe ich ausgemistet habe. Das Turnier gibt mir die Gelegenheit, den Orden zu zeigen, dass ich würdig bin. Und welchem Orden wollt ihr beitreten? Eine prächtige Frage. Ich wünschte, ich könnte sie euch beantworten. Ich denke, dass ich in mancherlei Hinsicht gut zum Eichenorden, aber auch zum Eisenknoten passen würde. Oder vielleicht sogar zum Orden des Albatros. Dieses Problem überlasse ich der Isobel der Zukunft. Das wäre für den Augenblick alle Fragen. Wir treffen uns am alten Wegschrein. Ihr werdet uns helfen? Oh, mögen die Acht euch segnen. Gerne doch. Gut, wir reiten jetzt mal in Richtung gefochtener Siebschlüssel. Keine Ahnung. Da scheint eine Spur zu liegen. Wir porten also nicht sofort zu dem Wegschrein. Weil ich habe ja das Add-on Minimap und noch ein paar andere Add-ons. Map-Pins und so. Und die zeigen immer schon so ein paar Hinweise, was so versteckt ist auf der Karte so ist. Und deshalb gucken wir mal, was das jetzt hier sein könnte. Da war was. Ja, hier beschädigtes, gewobenes Sieb. Liegt hier an einem Baum. Und da ist die Spur geflochtener Siebschüssel. So, die nehmen wir uns natürlich mit. Und die kann jetzt erspäht werden. Schauen wir doch mal, was das genau ist. Eichenseelenring. Ach, das ist für den Eichenseelenring. Gut. Nee, ist es gar nicht. Sorry.
Warum kann ich die denn jetzt nicht erspähen? Ihr sucht bereits eine maximale Anzahl. Ach so, ich habe schon so viele am Laufen. Ja gut, dann müssen wir das später machen. Ich muss die anderen ganzen Zack mal finden. Ja, ich muss also noch ein bisschen mehr suchen. Aber da seht ihr das, ne? So Map Pins und so hilft bei der Spurensuche für den Archäologen bei den Ausgrabungen. Wenn ihr das nutzt, ne? Wenn ihr Ausgrabungen macht, ist ja auch nicht jedermanns Sache. So, und hier sollen wir jetzt die erste Aufgabe für das Saphir-Turnier machen. Da ist Isobel ja schon. Wie ist die so schnell hier hingekommen? Uff, ich dachte, ich hörte Snack in der Ferne schreien. Er ist ebenfalls ein Aspirant und ein absoluter Eselshintern. Aber was kümmert er uns? Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Gut, der Älteste und der Stab. Wohin gehen wir? Bei dieser Prüfung haben wir einen kleinen Vorteil. Der Älteste ist ein Zaubermeister namens Erlibru. Praktischerweise ist er ein Freund meines Vaters. Er hat mir immer Geschichten erzählt, als ich noch klein war. Lustiger kleiner Mann. Und ihr müsst ihm seinen Stab stehlen. Das würde ich niemals tun. Stehlen ist, nun, unritterlich. So wie ich Erlibru kenne, wird es bei der Herausforderung eher um Denken und Logik gehen, als um Magie oder Hinterlist. Nun denn, finden wir diesen Zaubermeister. Gut, wenn ich mich richtig erinnere, wohnt er in einer kleinen Grotte im Süden bei der Küste. Der Älteste des Eichenordens schätzt seine Privatsphäre. Ich weiß nicht, ob ich schon einmal von einem Ritterorden voller Magier gehört habe. In den Geschichten geht es bei Rittern wohl immer um Schwerter und Ruhm. Mhm. Aber die Druiden gibt es hier eigentlich schon ewig. Jedes Kind der Systrin lernt ein kleines bisschen über Runen und die Natur und den wahren Weg. Also ist der Eichenorden ein Zusammenschluss von Druiden? Das waren sie früher, denke ich. Aber nein, heute kann ihnen jeder beitreten. Sogar Zauberunkundige, die sich in den Wegen von Ifre bilden wollen. Eine weitere Eigenart des Lebens auf Hochinsel. Okay. Schauen wir mal, wo er ist. Dann haben wir die erste von drei Prüfungen für den Saphir, für das Saphir-Turnier. Die will nachher um die Hand halten, habe ich das Gefühl. Warum? Aber, oder sie will Ritterin werden. Verflucht. Snack und Brelanal waren vor uns hier. Hinter mich knappen. Snack war zuerst da. Ah, wir kamen gleichzeitig an, ihr lallender Einfallspinsel. Nun, ihr kommt zu spät. Die Magie eines Zaubermeisters kann es nicht mit der Stärke und der Ehre dieses Aspiranten aufnehmen. Für die Ehre. Nun gut, der direkte Weg führt uns hier wohl nicht ans Ziel. Ob ich diese Barriere wohl überwinden kann? Erlibro zeigt Aspiranten gegenüber wohl keine Gnade. Okay, der ist es einfach verschwunden. Ich glaube, der Schlüssel zu dieser Sache sind die Säulen. Seht sie euch an. Gewissenhaft. Die fällt erstmal in Ohnmacht. Der ist voll weggeportet worden. Das hat ja nicht so gut funktioniert bei den beiden. Mein Kopf. Fühlt sich an wie ein Kater, ohne den Spaß zuvor getrunken zu haben. Ja, das ist nicht so schön. Ich brauche ein Nickerchen. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein sonniges Fleckchen, an dem ich kurz meine Augen schließen kann. Aber schöne Rüstung, ne, muss man sagen. Ja, die sind also beide nicht reingekommen. Wir sollen auf die Säulen schauen. Ja, was sagen uns die Säulen? Die Säulen sagen uns erstmal nichts. Waldreiher-Säule. Ein Vogel. Könnte ein Waldreiher sein. Ah, da, ich sehe. Das ist ein Lorbeerkranz oder sowas? Holzknoten? Seht euch den Ast hier an. Soll das vielleicht Zweiglinge darstellen? Könnte sein. Und das ist eine Katze. Oder ich bin beinahe selbst an die Barriere gegangen. Eine Katzenpfote. Sollen wir auch mal die Barriere berühren? Komm aus, Jux. Was macht ihr da? Ich wollte mal ausprobieren, was passiert. Dieser alte Mann.
Ich weiß genau, wie wir die Barriere deaktivieren können. Aha. Er hat die Säulen und die Symbole aus einer Geschichte genutzt, die er mir als Kind erzählte. Die Barriere passt zu einer Geschichte, die er euch erzählt hat? Fast wie die Faust aufs Auge. Ein alter Weiser errichtet eine Barriere, die sein Zuhause umgibt. Er will damit das kleine Mädchen, das er großzieht, vor einem furchterregenden schwarzen Ritter beschützen. Sie wächst zu einer mächtigen Kriegerin heran. Aber der Weise entlässt sie nur aus dem heiligen Hain, wenn sie selbst einen Weg hinausfindet. Und wie hat sie die Barriere in der Geschichte überwunden? In der Geschichte waren die Symbole auf den Säulen der Schlüssel. Wie die Katze dort. Eine Katzenpfote ist eine hübsche kleine Blume, die in schattigen Wäldern wächst. Mhm. Und der Vogel dort sieht aus wie ein Waldreiher. Ich wette, wir brauchen eine passende Feder. Und der Ast auf der dritten Säule? So einen habe ich schon einmal gesehen. Das ist ein druidisches Symbol für Zweiglinge. In der Geschichte freundete sie sich mit einem an, der im Hain lebte. Sie trug einen Zweiglingsschleier, einen Kranz aus den Blättern, die sie jedes Jahr abwerfen. Hier, während ihr die Gegenstände sucht, bewache ich unsere Position. Ihr habt wohl recht. Eine Reihenfeder, Katzenpfotenblume und eine Zweiklingsschleier. Okay. So. Ja, erste Prüfung und schon Theater ohne Ende. Wo muss ich das machen? Boah. Ist da überall wieder rumlaufen. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir die drei Sachen schnell besorgen. Wäre ja auch zu einfach, wenn wir einfach da in diesen Unterschlupf hätten gekonnt von dem Druiden. Das ist also die Katzenpfotenblume. Wunderschöne rote Blume, die in der Küstenregion der Systren wachsen. Sehr schön. Da vorne ist irgendwo der Zweiklingsschleier. Wir laufen einfach dem Kompass hinterher. Ja, da ist auch ein Zweikling. Jo. Schon bin ich wieder voll, mal wieder. Aufgerollte Blätter, die ein Zweikling verloren hat. Sie sind bei Kräuterkundlern und Hexen sehr beliebt. Okay. Und jetzt noch die Reiherfeder. Ein Reiher in die Lüfte steigt, von oben seine zeigt. So, lass mir das Thema. Ach, das ist ja ein Kranich, der hat ja sowas gar nicht. Ah, nee, ist klar. Blöder Reim, aber in der Kindheit gehört. Die große Feder eines scheuen Waldvogels. Sehr schön. So, und auch hier ist eine Spur, ne? Also hier diese tönernde Kühlkrug. Den haben wir aber schon gefunden. Theoretisch dürfte der jetzt nicht mehr hier sein. Also die Spur kann ich halt nicht nochmal aufheben. Aber ihr seht, ne? Achtet auf so kleine Schätze, Krüge oder so, die in der Gegend rumstehen, Töpfe oder sowas. Die haben was zu sagen. Hier ist ein Riesenmupfel. Ja. Eine Riesenmupfel verschlossen. Ist ein Einrichtungsgegenstand. Ne? Falls ihr also mal eine Mupfel bei euch im Haus haben wollt. Ja, woher kommt das? Na, wer weiß es? Warum sage ich Muschel so komisch? Warum sage ich Mupfel? Aus welchem Serie, Film oder woher kommt die Mupfel? Da seid ihr ja wieder. Hoffentlich mit Federn und Ästen und Blumen. Ja, bin da. So, dann wollen wir mal anfangen. Ne? Katzenpfotensäule. Was gehört dahin? Katzenpfote. Wunderschön. Wunderbar. Ein Zweiglingsschleier. Ein mächtiges Symbol. Sehr gut. Es hat geklappt. Yay. Wir können rein. Das ist doch schön. Betretet die Ältestenhütte. Da haben wir noch ein kleines geheimes Örtchen gefunden. Sprecht ihr mit ihm? Ich bin ganz verschwitzt.
Ja, ich gucke aber erstmal nach den Büchern. Man weiß ja nie, ob was Neues dabei ist, ne? Ah, der hat aber nichts Besonderes. Oh, Hallöchen! Ihr habt also das Rätsel meiner Barriere gelöst. Und sehe ich da hinten etwa die kleine Izzy? Ja, ich agiere als ihr Sekundant. Sie meinte, ihr kanntet sie als Kind. Und die Stimme von dem ist auch sehr bekannt. Ja, ja, ja. Ich hatte gehofft, dass sie es ist. Sie erinnerte sich an die Geschichte von Mireille la Courageuse, was? Es freut mich, dass ihr beiden kommen konntet. Normalerweise sind hier heutzutage nur noch ich und die Waldgeister. Aber der verstellt seine Stimme sehr. Also ist irgendwie ein bekannter Synchronsprecher. Macht es euch etwas aus, wenn wir euren Stab mitnehmen? Natürlich nicht. Ihr löst das Rätsel, ihr nehmt den Stab. Das ist der Plan, nicht wahr? Er ist draußen, lehnt an der Hütte. Viel Freude damit, Sekundant. Danke sehr, Ihre Libru. Jetzt aber los mit euch. Und passt auf, worauf ihr mit diesem Ding zeigt. Der Stab ist wie ich. Ja, er ist alt. Aber er kann einem Hasen noch immer die Ohren versengen, wenn man nicht aufpasst. Hattet ihr gehofft, Isobel würde eure Prüfung bestehen? Oh, nein, nein, nein. Das wäre absolut unangebracht. Ich habe mir diese Herausforderung direkt aus den Seiten eines meiner Lieblingsbücher geholt. Könnt ihr mir das verübeln? Ich bin ein alberner alter Zaubermeister. Tretet vor, Mädchen. Ihr müsst nicht in der Tür stehen, als wärt ihr noch eine Knappin. Danke, ihr alter Ziegenbock. Nach all den Jahren denkt ihr immer noch an mich. Ist das nicht schön? Die kennen sich also. Gut, aber wir sollen den Stab nehmen und der steht irgendwo draußen. Nun müssen wir uns nur noch den Stab schnappen, dann haben wir die Prüfung des Eichenordens im Sack. Also im übertragenen Sinne. Ich habe keinen Sack, der groß genug für den Stab wäre, aber ihr wisst, was ich meine. Ist klar. Was eine Sonnenblume, ey. Die ist aber heftig deftig. So, hier soll der Stab irgendwo rumstehen. Ja, sieht gut aus. Den nehmen wir mit. Wir haben den Stab. Als ich hörte, dass Erlibro den Orden vertritt, wusste ich, dass wir das schaffen können. Gut gemacht. Seid ihr froh, dass wir die Prüfung des Eichenordens hinter uns haben? Das bin ich. Diese Geschichten, die mir Erlibro erzählte, als ich noch klein war, sie sind mit ein Grund, warum ich heute am Turnier teilnehme. Und ich gebe es offen zu. Es ist schön zu wissen, dass ich ihm noch am Herzen liege. Ein merkwürdiger, wunderbarer Mann. Machen wir weiter. Die Acht über uns stehen mir bei. Sie sind Künstler und Seeleute. Sänger, Barden und Piraten allesamt. Prüfung, ein Gedicht? Zum Glück nicht. Unsere Prüfung wird es sein, die vergoldete Laute von Sir Brenvale zurückzuholen. Dann suchen wir die Laute. Hallo? Isobel? Aurelia, was macht ihr denn hier? Seid nicht böse. Ich, bin euch mehr oder weniger gefolgt. Ich hole euch gleich ein. Zuerst möchte ich mit Aurelia reden und sehen, ob es ihr gut geht. Okay, warum verfolgt ihr die? Es tut mir leid, dass ich euch beiden hierher gefolgt bin. Ich würde nur so gern mehr helfen. Ich werde es euch nie vergessen, wenn ihr mich aus dieser Zwickmühle befreit. Wir sind auf dem besten Weg. Gerade haben wir die Prüfung des Eichenordens bestanden. Das sind hervorragende Neuigkeiten. Es war grauenhaft, untätig im Kastell herumzusitzen. Alle warfen mir ständig mitleidige Blicke zu und es ist zwecklos, einen weiteren Streit mit Mutter anzufangen. Meint ihr wirklich, dass ihr heiraten müsst, wenn wir scheitern? Es gibt viele Aspiranten auf der Insel, die mich aus dem Versprechen meiner Mutter entlassen würden. Aber von ihnen ist dieses Jahr niemand im Turnier. Für Brelanal, Morton und Langley bin ich ein Gewinn, der deutlich zu wertvoll ist, als dass man ihn sich entgehen ließe. Welchen Vorteil hätten sie von einer Ehe mit euch? Langley ist so seicht wie ein gezeigten Becken. Ihm geht es nur um mein Aussehen. Brelanal sieht nicht einmal eine Frau, wenn sie mich ansieht. Nur einen großen Stapel Münzen. Und Morton, meine Güte. Diesem Mann müsste man eine Partnerin auf dem Silbertablett servieren. Warum hat eure Mutter das versprochen? Wenn das nicht die Frage aller Fragen ist. Ich dachte, wir hätten das Thema einer arrangierten Hochzeit schon vor Jahren beigelegt, aber... Tja, ich liege ihr am Herzen. Und zwar sehr.
Ich möchte so gern daran glauben, dass dies eine Kombination aus ihrem heroischen Wagemut und ihrer Liebe zu mir ist. Wer weiß, wer weiß. Trefft Isobel in der Castellkapelle und da seht ihr, hier müssen wir beim nächsten Mal rein. Also dieses Turnier hier, dieses Saphir-Turnier, hat noch 2 Prüfungen für uns und ist eine lange Quest. Ja, also 3 Prüfungen zu bestehen, damit wir da mit der Geschichte weiterkommen. Das bedeutet, wir bleiben weiter bei dieser Nebenquest. Danach geht es dann mit der Hauptquest weiter und wir werden uns wieder mit dem emporstrebenden Magus beschäftigen. Aber das alles beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wir machen jetzt eine Pause von circa Viertelstunde, halben Stunde. Dann geht es hier auf dem Kanal weiter mit Lost Ark. In der Zeit wird aber ausgeschaltet. Und das bedeutet, ja, vielleicht sehen wir uns heute Nacht wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, dann ein Abo und Follow und Subscribe, ein Kommentar, ein, ach, alles mögliche, Herzchen, Daumen hoch, was es so alles gibt im Social Media und Streaming-Bereich, ne? Ihr wisst Bescheid. Dann euch noch einen schönen Abend und vielleicht bis später. Ciao, ciao. Wir raiden noch schnell den Kanal. Mal gucken, ob noch jemand Elder Scrolls spielt, dann kriegt er nochmal 250 Gari-Punkte. Und ich sehe hier gerade den Holly LP, den finde ich ganz lustig, dem kann man gut zuschauen, der hat eine angenehme Stimme. Mal gucken, was er denn da spielt. The Mortuary Assistant. Oh, das hört sich an Leichenbeschauung oder sowas. Interessant, interessant. So, vielleicht sehen wir uns gleich wieder. Macht's gut, bis demnächst. Bye, bye.